Und rein in den spülte Grabhügel. Wieder eine Skyrim-Reference, oder? Der Grave Barrow. Na, nicht im Englischen. Friedhof. Ob es da Skelette gibt? Wahrscheinlich nicht. Die Königin sagt, das Seelenschwert wird hier gelagert, falls sich die bösen Seelen aus ihren Gräbern erheben und für immer absorbiert werden müssen. Warum hat sie nicht einfach die Seele des Dragonlords absorbiert und es beendet? Weil, keine Ahnung, er ist zwar böse, aber nicht so böse. Wollt ihr etwa nicht gegen einen Bösewicht kämpfen? Hä, Fred? Ganz genau, Fred. Klappe. Ich höre meinen PC im Hintergrund schon überhitzen. Da ich gerade gleichzeitig hochlade auf YouTube und zocke und aufnehme. Aber der kleine 3300 € PC muss das überleben. Falls euch meine Downloadzeit interessiert, war ca. 40 Minuten. Loot. Da! Da unten ausgezahlt. Was? Was hast du mich genannt? Abstauber? Selber Abstauberin. Waffenabstauber? Waffenabstauber hat sie mich genannt, oder? Wundersame Waren für wackere Wanderer. Gib mir deinen Müll, du Narr. Ich danke dir. Du fragst, dass ich von solchen... Bla 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 bla. Yeah. Hey, ihr kleinen Schnuckelchen! Hey. Du hast es auf das Seelenschwert abgesehen, oder? Und mich haben sie hier drin deponiert, weil ich zu besitzergreifend war. Dass ich nicht lache. Ich hole mir das Seelenschwert vor dir. Und dann macht der Dragonlord mich zu seiner rechten Hand. Hey, die will uns doch nur hinhalten. Schieß ins Gesicht, immer wieder. Genauso sollten Gespräche öfter enden. Was für ein guter Tipp. Das funktioniert bei mir nicht, Trottel. Ich sagte doch, ich bin besitzergreifend. Der Körper war kacke. Ich hol mir ein besseres. Hast du gehört, was sie über mich gesagt hat? Nicht so böse. Netter Versuch, aber sie kann mich nicht im Nachhinein zum Antagonisten all ihrer Kampagnen stempeln. Warte, da war mal dieser andere Kerl. Ein Zauberer. Der Stümper wollte meinen Job übernehmen. Aber hübsch war er. War das eine Handsome Jack Reference? Der war doch kein Zauberer. Was haben wir hier? Wir nehmen es einfach mal. Mir gefällt's. Das ist ein Garrett 50 Car Verschnitt. So, den Quickscopes an. Oh, gute Waffe. Das gefällt mir schon. Ein Blizzard habe ich auch. Den ich einsetzen könnte vielleicht. Das Sniper gefällt mir. Na, dann habe ich schon zwei Waffen, die mir richtig gut gefallen. Ich werde wahrscheinlich hier bald wieder Rückzug antreten. Waffen verkaufen. Gerade einen Mouse-Klick. Das sagt wahrscheinlich niemandem was. Und Geräusche halt. Monster-Wetten. Was haben wir hier? Rolling. Ich schaff nicht zu nehmen. So. Wer kämpft? Ab dann. Das ist mal ein Glückswürfel. Probieren wir es. Naja. Vielleicht auch nicht das Beste. Wir haben schon wieder genug Loot hier. Ich könnte zurückgehen gleich. Gleich verkaufen. Ja. Das ist nicht so weit weg. Dafür den harten Tag. So wirklich Open World ist das bis jetzt noch gar nicht. Aber stört eigentlich auch nicht. So,
Ich muss schauen, dass ich mein SMG nicht verkaufe wie ein Vollkoffer. So, das ich. Da ist mein SMG. Das war das 50k, oder? Ja. So, jetzt kann ich das andere Sniper verkaufen. Ein verdammter Kunde. Ah, wo ist Markus? Der klassische Automat. Moramitfelder. Auch nicht viel Schuss da drin mehr. Hier schon, hier schon. Ein ganz Symbol da oben. Schauen, dass ich alle References checke. Ach, die kommt schon zurück. Cool Sniper. Ich sterbe, wie ich gelebt habe. Gemeinsam sind wir. Was? Macht keinen Sinn, Alter. Wie kannst du sterben, wie du gelebt hast, wenn du tot gelebt hast? Sniper bleibt. Schau dir diese Sniper an. Macht richtig gut Schaden. Macht da viel Money. Oh, Sniper. Wo sind die weiteren Gegner? Das MG, das wir am Anfang bekommen haben, macht noch immer so mega Schaden. Nein, er ist recht tot. Keine Sorge. So leicht wirst du mich nicht töten. Sie verdirbt das Beste am Töten von Dingen. Nämlich, dass sie tot bleiben und die Fresse halten. Im Inneren des Mausoleums springt euch eine Kiste ins Auge. Kiste? Ein Dunkelmagie-Zauber. Dunkelmagie verleiht einem lebensraubende Kräfte. Klingt böse, aber nennen wir es moralische Grauzone. Ein wenig Grabräuberei, ja? Ich wusste, du bist nicht komplett langweilig. Trotzdem werde ich dir das Schwert wegschnappen. Lernen wir uns näher kennen an einem gemütlichen, ruhigen Ort wie deinem Grab. Naja, es ist gemütlich und es ist ruhig. Da kann ich nicht zu... nicht dagegen stimmen. Was zu sagen? Was wollte ich sagen? Ah, ich wusste ja, da ist noch was. Bring mir die Loot. Nee. Nur grüne Sachen. Hostia. Wo ist die Goldloot? So wenig Schuss. Was, auf was kann ich so umstellen? Ach, bitte. Ha. Okay. Gut zu wissen, warum nicht? Habe ich nicht was Neues bekommen? Ja. Es war grün. Wem interessiert schon grün? Ja. Oh. Ja, Spinnen! Sie reden nicht zurück, die Spinnen. Zurückreden. Keine Muni mehr. Wo ist die Loot? Noch ein Loot. Oh, was ist das? Verbindung verloren schon wieder. Das kriege ich öfters gerade. Hey, rein in den Fight hier.
extra Frostschaden. Oh. Spinne mich zum Easter Egg geführt. Ja. Gute Spinne. Dafür ja, löse ich dich gleich. Einer von uns. Einer von uns. Du bist bereits tot. Du weißt es nur noch nicht. Ich glaube, ich muss mal diese Waffe statt einen Sniper nehmen. Die gleiche Muni. Ich hoffe nicht. Das hat nicht nach dem SMG gewirkt. Werden meine Augen wieder mehr Durst werden. Oh. Jetzt da drüben, wohin? Was sagt Karte? Karte sagt vielleicht. Ach, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hier ist der Loot. Schlechter Loot, aber Loot. Das schaut schon mehr interessant aus. Nichts hier. Täusche mich nicht. Oh, das würde ich nicht tun. Okay. Ah. Verstehe, verstehe. Ich habe einen Riecher für Loot. Die riecht leicht süßlich. Was denn sonst? Das ist Loot. Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. Money. Brr. Was haben wir aufgehoben? Brr. Ein gutes Schild. Habe ich das jetzt einfach so ausgetauscht? 98. 80. Yes. Jeder pro Zauber. Warum nicht? Warum nicht? Wie schon gesagt, Schwierigkeit leicht, was eine Abwechslung für mich ist, da ich gern viele spiele, wo ich auch ein bisschen leiden kann, von der Schwierigkeit her. Du wirst sehen, tot zu sein ist gar nicht so schlimm. Böse Seele fliegt zu den großen Ruinen auf dem Hügel. Ja, ja, wir haben es gesehen. Du bist schon tot. Ich glaube, ich bleib beim Blizzard. Der macht einfach die ganze Arbeit für mich. So. Diese Waffe mit dieser testen. Zwei Schuss, vier Schuss, zwei Schuss. Nein. Nein. Königin Arschbaul, kommt mit ihre. Nee. Nee. Wo ist mein Sniper? Königlich ein Hof des Verderbens! Okay, es wird alles gekillt. Wie überaus praktisch, Eure Majestät. Mäh. Miau. Ah ja, natürlich habe ich es gerochen. Man riecht sich förmlich die Loot. Mehr Glück für dich, Mamacita. Oh, ob es noch andere Borderlands-Charaktere gibt. Wäre schon cool. Da leben ja auch doch noch ein paar. Und wenn ich die meisten Namen vergessen habe. Was so viele schon gibt. Nein, da. Ich bin richtig gegangen, einfach Instinct Dave. Ja, kann man nichts machen.
kann man nichts machen mehr. Oh, Big Loot. Give me something good. I need it. Das ist eine Shotgun. Ja, das ist eine Shotgun. Altes Design. Ich glaube, das ist die nächste Loot schon. Ach, zum Siegel der Verjüngung. Ich nehme es gleich. Probieren wir das dann. Und sind wir da schon voll. Raus mit dem Schrott. Ist wahrscheinlich genug Schrott da. Yep. Dann schauen wir unser Inventar durch, was wir sonst noch bekommen haben. Nichts Besseres. Jetzt haben wir zwei neue Waffen in Testung. Auf jeden Fall nicht besser. Nichts Blaues einmal. Die Sache kann man auch wegwerfen, oder? Vielleicht nicht in diesem Menü. Das Teil hier. 7. Langsam, verlangsamt. Da haben wir schon gewonnen mit verlangsamt. Obwohl ich jetzt andere Effekte dabei habe. Nein, die Shotgun ist Eis. Das ist wieder eine Waffenkiste? Ist ja nicht. Ha. Das SMG macht auch gar nicht so schlechte Dinge. Die Shotgun mag ich. Ja, wir sind total Eis. Team Eis jetzt schon. Team Mr. Freeze, Arnold Schwarzenegger. Komm zurück. Die Spinne. Und schon wieder mehr Loot, die ich droppen kann. Das SMG war nicht schlecht, aber können wir mal so machen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht meine Sniper runterschmeiße. Die Schilder oder Rüstungen weg damit. Rüstungen sind's. Du. Wo warst du? Hier. Feuer-Shotgun mal. Wir gehen es testen. Ah, die Scheiben. Scheiben-Salz-Shotgun. Aber ich glaube, ich habe mich schon fürs Eis entschieden. We're gonna freeze. Ich sehe dich. Da drüben rüber. Mehr Loot für den Typen, der keinen Blatt mehr im Inventar hat. Ja, was auch immer du gerade gesagt hast. Nichts wert. Nichts wert. Nehmen wir nichts. Hier Checkpoint. Doch wer rum. Hey, wer ist da? Die eigene Stimme hallt in den grausigen Ruinen wieder, aber es kommt keine Antwort. Bossfight kommt. Das kommt. Hui. Im Bosskampf. Der wahrscheinlich in einer Sekunde tot sein wird. Ah, die Kiste ist doch eine Falle. Was ist das? Verbrennt es, schmiert es auf, tötet es! Locker bleiben. Das ist nur ein Imitator. Deshalb schieße ich auf jede Truhe, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, das war klar. Machen wir einen Blizzard drauf. Der Imitator wirkt bei seinem Ableben den glibbrigen Folianten des Schnees. Er müsste laut am Altar draußen vorlesen. Mein Albtraum. Lesen? Laut lesen. Oh, das kenne ich. Das kenne ich gut. Wo ist die Shotgun? Oh, die ist ja viel besser gewesen. Oh. Ja.
Das war die. Das war das SMG, das neue. Wo ist mein altes SMG? Müsste ich fast verkaufen. 103. Ja, das ist schon ein Riesenunterschied dabei. Oh, ist er zurückhalten? Okay. Hab ich geschafft. Ah ja, natürlich, ich sehe dich. Wirklich. Jetzt da. Der Glücksfaktor steigt. Die Loot ist Dreck. Die Loot ist Dreck. Wo ist die gute Loot? Versteckt sie vor mir. Legt den Folianten auf den Altar und verkündet das Gelübde der Schicksalsbringer. Zuerst wird die Episode beendet. Peace out.